Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirks Grow Shop. Hallo zusammen. Ja, ich muss mal ein bisschen die Luft anhalten beim Intro, damit ihr mich dann schon irgendwie atmen hört, während jetzt das Intro da läuft. Ja, aber da bin ich. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wir haben mal wieder so eine urlaubspolitische Sommerpausen-Zeitausgabe für die letzten paar 10.000, die trotzdem irgendwie noch hier zuschauen. Und ich habe tatsächlich auch ein paar interessante Nachrichten mitgebracht und ein paar Vorbemerkungen, die nicht zur Nachricht geschafft haben. Da haben wir erstmal die Tatsache, dass der neue THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm immer noch nicht gilt. Ist noch nicht veröffentlicht worden im Bundesgesetzblatt und nein, ich weiß nicht warum nicht. Bin schon ein paar Mal gefragt worden, irgendwie auf Social Media und so. Aber sobald wir davon erfahren, dass das veröffentlicht wird oder dass irgendwas anderes los ist oder so, ja, sagen wir natürlich Bescheid. Weiß nicht, ob Steinmeier schon unterschrieben hat oder nicht. Auch das weiß ich nicht, weil wenn er unterschrieben hat, wird sicherlich sofort veröffentlicht normalerweise. Keine Ahnung, woran es da hakt. Die ersten Inhalte der Bundesratssitzung sind auf jeden Fall veröffentlicht worden im Bundesgesetzblatt. In derselben Sitzung, wo eben auch diese 3,5 Nanogramm verabschiedet worden sind. Also insofern müsste wirklich jeden Tag losgehen jetzt damit irgendwie. Und es gibt aus meiner Sicht eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum Steinmeier das jetzt die Unterschrift verweigern könnte. Aber ja, noch gilt der 3,5 Nanogramm Grenzwert nicht und wir haben immer noch alle das Risiko von dem 1 Nanogramm über uns schweben. Zweiter Punkt, es gibt eine weitere Anbaugenehmigung wieder in Niedersachsen für einen Club-Anbauverein in Esterwegen. Habe ich auch noch nie gehört. Die suchen sich lauter Orte raus, die ich noch nie gehört habe, um da Genehmigungen zu verteilen. Ich habe aus keinem anderen Bundesland bisher gehört, dass eine Genehmigung erteilt worden ist. Wenn ihr da irgendwelche Informationen habt, die zufällig irgendwie an uns vorbeigegangen sein sollten, schreibt es gerne in die Kommentare oder markiert uns auf Social Media und so weiter und so fort. Ja, aber bis jetzt wissen wir eben nur von Niedersachsen, dass da ein paar, also offiziell mit Pressebericht und einem Schnickschnack eigentlich zwei Genehmigungen gibt. Gerüchteweise vielleicht auch noch ein paar mehr. Auf jeden Fall die zwei und kein anderes Bundesland bisher offiziell so weit wie Niedersachsen. Die grüne Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, wohlgemerkt, die Justizministerin und auch der Ministerpräsident sind zwar SPDler, aber doch eher Gegner der Cannabis-Reform. So, jetzt zum ersten Thema, auch ein Brecherthema eigentlich. Bayern beschließt Anti-Cannabis-Gesetz. Das ist ein Punkt, wo wir eigentlich schon lange gefragt werden, warum wir nicht klagen und so weiter, wo das Gesetz aber noch gar nicht in Kraft war. Jetzt hat es der Landtag verabschiedet mit CSU, Freien Wählern und AfD-Stimmen. Ein ja, Anti-Cannabis-Gesetz, das heißt auch irgendwas in die Richtung von wegen Cannabis-Gesetz, Auswirkungsverhinderungs-, Eindämmungsverfahren-Gesetz, bla, irgendwas so in der Art, ne? Also auf jeden Fall Cannabis-Bremse-Gesetz. Und der wesentliche Inhalt dabei ist vor allen Dingen mal, dass auf diversen Veranstaltungen Cannabiskonsum verboten sein soll, insbesondere auch auf dem Oktoberfest. Da freuen sich natürlich die ganzen Bierverkäufer jetzt da, die Wiesenwirte, dass Cannabis-Konsum da nicht erlaubt ist. Strafen gleich bei 1.500 Euro, wenn man da irgendwo im Bierzelt Cannabis konsumiert oder auch in der Gaststätte Cannabis konsumiert. Das ist nämlich der zweite große Punkt, der da in dem Gesetz drin steht, dass in sämtlichen Gaststätten in Bayern der Cannabiskonsum verboten sein soll. Und das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz. Da würden wir uns auch wünschen, wenn Gastwirte in Bayern dagegen vorgehen wollen, ja, und sagen wollen, ich würde gern selber entscheiden, ob ich den Cannabiskonsum bei mir im Biergarten zulassen will oder nicht, eben überall da, wo Tabakrauch auch erlaubt ist. Der soll sich gerne bei uns melden, dann werden wir das nochmal genauer beleuchten. Ich denke, dass wir da eine Chance haben juristisch, weil es hier eben nicht um Hausrecht geht. Wir haben schon einige solche Konsumverbote gesehen und bis jetzt sind so, scheinen mir die Reaktionen der Fachleute in die Richtung zu gehen, dass Hausrecht halt ein hartes Schwert ist sozusagen, mit dem wirklich die Veranstalter auch arbeiten können und sagen können, bei uns halt nicht. Genau wie im Fußballstadion ja auch alle möglichen Dinge, auch Alkohol und Glasflaschen und so weiter zum Beispiel nicht erlaubt sind, auch der Besitz. Und theoretisch ist das eben beim Hausrecht auch bei anderen Gelegenheiten der Fall.
Nur ist eben dieses Gesetz das Gegenteil von Hausrecht. Wenn man jetzt sagt, irgendwie die Gastwirte in Bayern dürfen nicht selbst entscheiden, dann ist eben kein Hausrecht, sondern dann ist da wird ihnen das Hausrecht ja gerade eben genommen, diese Entscheidung selbst zu fällen. Insofern, wenn dann Gastwirt in Bayern ist, der sagt, ich würde ganz gerne eigentlich in meinem Biergarten hier Cannabiskonsum zulassen. Immer vorausgesetzt, natürlich sind keine Kinder vor Ort, Jugendliche. Der Konsum in unmittelbarer Nähe von Kindern und Jugendlichen ist ja eh verboten. Das ist auch eigentlich dann letztendlich die Verantwortung derjenigen Gäste, die eben da konsumieren. Da ist jetzt nicht unbedingt der Wirt für zuständig, meiner Meinung nach. Aber trotzdem kann man ja die Gäste auch darauf hinweisen oder was. Ja, auf jeden Fall für manche vielleicht eine Chance, auch da zusätzlichen Umsatz zu generieren. Und wenn man irgendwo einen Raucherraum hat oder so, da darf ja sowieso kein Kind rein. Da gibt es bestimmt auch diverse Möglichkeiten, da die Raucher zu trennen, sozusagen inklusive den Cannabis-Rauchern von den Kindern. Wie auch immer, auf jeden Fall, wenn da jemand Lust hat, sich das mal anzuschauen, vielleicht zu klagen, dann möge sich die Person melden. Dann können wir auch anhand eines ganz konkreten Falls mal durchspielen mit Rechtsanwälten, ob wir da bessere Chancen haben als bei den anderen Verboten auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo die Veranstalter selber eben dieses Konsumverbot aussprechen. Wild dabei nochmal ein Zitat, das muss ich mal vorlesen. Ich habe zwei Vorlesestellen in den DHV-News heute. Klaus Holecek, der frühere Gesundheitsminister von Bayern, ist der Fraktionschef der CSU. Und ich lese mal vor, ich glaube, das kommt aus der Augsburger Zeitung. CSU-Fraktionschef Klaus Holecek beurteilt das neue bayerische Gesetz naturgemäß anders. Es schützt die passiv betroffene Bevölkerung vor stark gesundheitsschädlichem Cannabisrauch und ist ein ganz wichtiges Signal für den Jugend- und Gesundheitsschutz. Besonders beim größten Volksfest der Welt. Wir wollen eine kifferfreie Wiesen. Also unglaublicher Bullshit-Populismus irgendwie. Dass die Bayern nicht begreifen, ist mir echt ein Rätsel. Wie kann man so ein Riesenbesäufnisfest irgendwie im Zusammenhang mit Jugend- und Gesundheitsschutz irgendwie in den Mund nehmen und dass da der wahnsinnig gesundheitsschädliche Cannabisrauch irgendwie da nicht stattfinden darf, obwohl die Kinder und Jugendliche halt mit Tabakrauch vollgequarzt werden und von besoffenen Leuten umgeben sind. Das ist völliger Irrsinn irgendwie, das Ganze, wie immer bei der CSU. Aber ja, die bleiben sich treu, muss man schon echt sagen, ne? Also wie gesagt, Gastwirte aus Bayern, gerne mal melden, wenn sie den Cannabiskonsum entgegen diesem Gesetz doch ganz gerne zulassen wollen würden in ihren Räumen. Noch eigentlich eine ganz große Nachricht jetzt hier in dem Zusammenhang, eine gute Nachricht mal. Nicht in dem Zusammenhang, mit Cannabis im Zusammenhang, ja, logischerweise, wie alles hier. Genehmigungsvorbehalt für viele Ärzte fällt weg. Das ist ein riesiger Durchbruch im Zusammenhang mit Cannabis als Medizin. Und eines der beherrschenden Themen, die wir immer schon vorgebracht haben bei Anhörungen und so weiter, also nicht nur wir, sondern eben auch, was weiß ich, Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin und so weiter. Genehmigungsvorbehalt heißt, dass die Krankenkassen die Bezahlung von der Therapie mit Cannabis ablehnen können, also die Übernahme der Kosten für die Präparate aus der Apotheke unter bestimmten Umständen. Also immer muss vorher ein Antrag gestellt werden, bisher an die Krankenkasse und ausführlichst begründet werden, warum jetzt Cannabiskonsum Medikation notwendig und sinnvoll ist und warum alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und so weiter und so fort. Und dieser Genehmigungsvorbehalt soll jetzt weitgehend wegfallen. Jedenfalls hat das der GBA, der gemeinsame Bundesausschuss, heißt das Ding GBA, der ist dafür zuständig, solche Fragen vorzuschlagen erstmal. Ist natürlich keine Gesetzgebungskompetenz, aber eben so ein Verbände-Klüngel-Ding von Ärzten und Krankenkassen, die sich da irgendwie einigen, was jetzt irgendwie wie bezahlt werden soll. Und wenn das Gesundheitsministerium da jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen irgendwie Widerstand zeigt, ja, und sagt, oder wir wollen das anders haben, dann gilt tatsächlich dieser Vorschlag auch, den der GBA jetzt da gemacht hat. Hat auch sehr lange gedauert, bis sie sich da ausgekäst haben mit Anhörungsverfahren und allem Schnickschnack. Das läuft schon ewig, aber jetzt ist es soweit. Ja? Und sie sagen, dass eine ganze Menge von verschiedenen Facharztgruppen keine Genehmigung im Vorfeld mehr benötigen und vor allen Dingen auch Allgemeinmediziner, also Hausärzte. Ganz normale Hausärzte können jetzt auch Cannabis verschreiben ohne Genehmigungsvorbehalt. Ohne vorher den Krankenkassen irgendwie ewig lang und breit zu begründen, warum jetzt eben Cannabis bezahlt werden soll. Mittlerweile ist sowieso der Anteil der Konsumenten, die Cannabis von den Kassen bezahlt kriegen, relativ gering. Da erzähle ich gleich in der nächsten Nachricht nochmal was zu. Aber es ist halt auch wirklich ein Problem für Leute, die wenig Geld haben und eben auf Cannabis als Medizin angewiesen sind
und in ganz vielen verschiedenen Krankheitsbildern einfach kein Cannabis kriegen von den Krankenkassen, die das immer wieder ablehnen. Und es gibt nur so ein paar Standardsachen wie chronische Schmerzen oder so, wo das dann einigermaßen gut geht, wenn man schon ein paar Opiate hinter sich hat und so weiter. Aber bei vielen anderen Krankheiten, wo Cannabis auch hilft, geht halt kein Weg rein, wenn die dann irgendwas erzählen von wegen, es gibt noch keine doppelblind kontrollierte Placebo-Studie oder irgendwas, ne? Sondern das gibt einfach nur normale Studien, die da irgendwie die Wirkung nachweisen. Also da stellen die sich gerne quer und haben eine hohe Ablehnungsquote. Alles Schnee von gestern sozusagen, jedenfalls bei 16 Facharztgruppen und Allgemeinmedizinern. Die können jetzt einfach so Cannabis verschreiben. BTM-Rezepte sind ja sowieso seit 1.4. auch schon nicht mehr notwendig, sondern ganz normale Arzneimittelrezepte. Auch eine Sache, die geholfen hat. Aber vor allen Dingen eben den Privatpatienten bisher und nicht so sehr den Kassenpatienten, weil da das Problem weniger die BTM-Rezepte sind, sondern eben dieser ganze andere Klimbim, der da drumherum mit den Anträgen und so weiter gemacht werden muss. Ja, gute Nachricht in dem Fall. Noch gilt die Sache nicht, aber auch da ziemlich wahrscheinlich, hoffe ich mal, ja, dass es wirklich so kommt und das Gesundheitsministerium da jetzt nicht innerhalb der nächsten 2 Wochen irgendwie noch Widerspruch einlegt, dann gilt es automatisch, so wie ich das verstanden habe. Achso, und ein Punkt vielleicht noch, die Ärzte können aber trotzdem einen Antrag stellen. Ja, wundert man sich jetzt, natürlich, die wollten da loswerden, warum sollen die jetzt freiwillig einen Antrag stellen? Es gibt immer noch das Risiko, wenn man den Ärzten irgendwie unterstellt, sie hätten einen Fehler gemacht bei dieser Verschreibung, dass dann die Krankenkassen in Regress gehen. Das heißt, die verlangen dann die Kosten von den Ärzten selber zurück, die sie gehabt haben, eben für Cannabis als Medizin für den entsprechenden Patienten. Und dann können die Ärzte, wenn die lieber auf Nummer sicher gehen wollen, trotzdem das ganze Antragverfahren vorher machen. Mal sehen, wie sich das eben entwickelt, ne, ob die dann alle Angst haben und trotzdem mal genauso weitermachen wie vorher. Ja, das wäre auch theoretisch möglich, sage ich mal. Und auch die Frage, wie gehen die Krankenkassen damit um? Je mehr Theater die machen bei einzelnen Ärzten, desto zurückhaltender werden die Ärzte natürlich sein. Also ganz heile Welt ist dann damit immer noch alles, noch nicht alles. Das ist aber bei anderen Medikamenten auch so. Da kann man natürlich jetzt sagen, dass bei Cannabis die Vorbehalte bei den Krankenkassen besonders groß sind. Offensichtlich ist das so, dass sie da vielleicht auch mehr prüfen und den Ärzten mehr auf die Nerven gehen. Das ist schwer zu sagen. Also das ist jedenfalls der Grund, warum zumindest freiwillig immer noch auch von den Ärzten diese Anträge gemacht werden können, obwohl sie in vielen Fällen eben jetzt nicht mehr notwendig sein werden. Und zum gleichen Thema gibt es jetzt Zahlen zum Thema Cannabis als Medizin, was den Verkauf angeht in Deutschland. Und da gibt es ja schon lange einen Boom, den man zumindest irgendwie sieht, ja, in der Community auch durch Erfahrungsberichte und durch Leute, die eben sagen, ja, ich habe jetzt neuerdings auch ein Cannabis auf Rezept. Und eben durch teilweise relativ offensive Werbung für diese Telemedizin-Plattformen und so weiter, wo man eben offensichtlich davon ausgehen muss, dass seit dem 1.4., seit keine BTM-Rezepte mehr nötig sind, viel mehr Cannabis verschrieben wird als vorher. Ich möchte jetzt hier gar nicht groß darauf eingehen, ob das jetzt irgendwie alles Patienten sind oder nicht. Da gibt es natürlich auch wilde Diskussionen drum, ja, ob das jetzt irgendwie lauter Normalkiffer sind, die irgendwie mangels Alternative da in das System irgendwie reinströmen und eben das Apothekengras haben wollen. Oder ob das jetzt eben Kranke sind, denen Cannabis tatsächlich hilft, die bisher aber eben keinen Zugang dazu hatten. Ne? Weil das zu teuer war, zu aufwendig war und so weiter und so fort. Und jetzt ist das halt wesentlich niedrigschwelliger durch irgendwie Telemedizin und so. Und dadurch hat kein BTM-Rezept mehr ist. Und auch die Preise deutlich gesunken sind, muss man ja auch sagen. Ja, als das losging mit Cannabis als Medizin 2017, da war man mit deutlich über 20 Euro pro Gramm in der Apotheke unterwegs. Mittlerweile ist deutlich unter 10, unter Schwarzmarktniveau übrigens. Ja, Apothekenpreise unter Schwarzmarktniveau, da muss man sich auch nochmal geben, wenn immer alle sagen, der Schwarzmarkt wird das alles immer und ewig unterbieten. Ja, also wenn die Steuern nicht zu hoch sind, dann ist das auch durchaus machbar, gegen den Schwarzmarkt zu konkurrieren. Jetzt haben wir jedenfalls Zahlen dazu. Und da zitiere ich auch der Einfachheit halber mal wieder die Pharmazeutische Zeitung in dem Fall. Die Geschäftsführerin des Verbands der Cannabisversorgenden Apotheken, VCA, informierte auch, dass Patienten medizinisches Cannabis zunehmend selbst bezahlen. So machten Privatrezepte mittlerweile rund 80% der Verordnungen aus. Wie das Handelsblatt berichtete, erwartet Benedikt Sons, Mitgründer und Chef des Cannabis-Großhändlers Cansativa, dass der Markt für medizinische Cannabisblüten in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 80-100% auf mehr als 24 Tonnen wachsen könnte. Der Großhändler rechnet dadurch aufs Jahr gesehen mit einem Umsatzzuwachs von mehr als 75% auf 30 Millionen Euro. Also riesige Zuwachsraten in diesem Jahr.
weil Cannabis als Medizin, das hat natürlich auch jetzt über lange Sicht gesehen, seit 2017 die ganze Zeit einen relativ großen Anstieg gegeben, aber das ist jetzt schon mal ein riesiger Schub, irgendwie nochmal seit 1.4., der sich da ergeben hat. Also, und eben dieser Punkt, dass über 80 oder ungefähr 80% aller Cannabis-Verordnungen mittlerweile auf Privatrezept gehen, zeigt eben auch nochmal auf der anderen Seite, wie schwierig das war, mit der gesetzlichen Krankenkasse da irgendwie klar zu kommen und überhaupt irgendwie eine Erstattung zu bekommen für Cannabis als Medizin. Und da kann man dann eben auch jetzt hoffen, dass vielleicht auch ein paar mehr Leute jetzt wieder in den Genuss kommen, auch von der Krankenkasse Cannabis bezahlt zu bekommen. So oder so, auf jeden Fall boomt das Ganze wie verrückt und ist ja auch eine wilde Diskussion in der Community, ob das jetzt irgendwie gut ist oder nicht gut ist, dass jetzt so viele Leute irgendwie medizinisches Cannabis verschrieben kriegen. Da haben wir auch eine Diskussion auf der Canoco dazu, die wird dann auch irgendwann online gehen hier. Und dazu haben wir halt jetzt die passenden Zahlen mal gehört. Riesenschub bei Cannabis als Medizin. Wem das nicht gefällt, ja, kann ich immer noch sagen, wird Zeit für richtige Legalisierung mit Fachgeschäften. Wenigstens mal sollte zwei noch jetzt irgendwie liefern, bitte bis zur Wahl irgendwie vor der Wahl von der Ampelregierung, damit wir mal in vernünftige Regulierung reinkommen und Fachgeschäfte für Erwachsene kriegen. Ja, dann automatisch gibt es dann keine Normalkonsumenten mehr im Medizinsystem, wo sie eigentlich nichts verloren haben. Falls das überhaupt der Fall sein sollte, ja, will ich gar nicht jetzt großartig mich zu positionieren. In Halle geht's weiter, sehr kreativ, rund um Stecklinge. Da habe ich letzte Woche berichtet, dass unsere Ortsgruppe in Halle, DHV Halle, Handverband Halle, eine Aktion gestartet hat, wo die Stecklinge und Samen verschenkt haben an Passanten. Und das wurde denen zuerst versucht zu verbieten. Ja, also Staatsanwaltschaft, Polizei und so weiter, Behörden, die mögen das alle nicht. Ja, das ist denen irgendwie alles spooky. Und die wollen unsere Ortsgruppe daran hindern. Und zuerst haben sie gesagt, ja, okay, Stecklinge sind zwar erlaubt und die darf man auch verschenken und dann ist auch per der Gesetzdefinition gar kein Cannabis. Aber so, wenn da Erde dran ist, dann ist das schon eine Pflanze und ist das kein Steckling mehr. Völliger Humbug meiner Meinung nach. Ja, das ist auch sonst noch nie irgendwie außerhalb von Halle irgendwo konkret, soweit ich weiß, aufgetreten, ja, die Argumentation. Auch wenn sie neuerdings in irgendeinem Betäubungsmittel- also, oder Cannabis-Gesetz-Kommentar drinsteht. Aber ja, in Halle sind die Behörden dann eben drauf gekommen. Ja, komm, wir versuchen das zu verbieten, weil da Erde dran ist. Und hat unsere Ortsgruppe in Halle ja trotzdem die Verschenkaktion gemacht und haben dann einfach ganz frisch abgeschnittene Stecklinge in irgendwie einem Wassergläschen direkt dahin gebracht zum Marktplatz und den Leuten Erde hingestellt, ja, womit sie dann selber die Pflanzen einpflanzen konnten. Man hat halt dann keine Stecklinge verschenkt oder keine Cannabispflanzen verschenkt, sondern wirklich Stecklinge und dann war es auch legal und die Polizei hat die machen lassen. Aber das war vor dem 1.7. Und jetzt ist der 1.7. und seit dem 1.7. wisst ihr alle, sind nochmal ein paar neue Teile von diesem Cannabisgesetz in Kraft getreten. Vor allen Dingen die Teile zu den Anbauvereinen. Das ist ja gerade das große Thema natürlich, logischerweise. Und habe ich am Anfang auch schon mal gebracht wieder. Ne? Es gibt jetzt ein paar Genehmigungen schon und so weiter, da reden alle drüber. Aber zum 1.7. ist auch ein Werbe- und Sponsoringverbot in Kraft getreten. So ein bisschen im Windschatten, weniger bemerkt als das mit den Anbauvereinen. Hat auch mit den Anbauvereinen zu tun, weil man will insbesondere die keine Werbung machen für sich und für Cannabis und für Konsum und so weiter und keine Sponsoringsgeschichten da betreiben. Aber das gilt jetzt auch für alle möglichen anderen Leute, die eben keine Werbung für Cannabis und Cannabiskonsum machen dürfen. Und jetzt sagen die Behörden da in Halle, ja, wenn ihr jetzt noch weiter irgendwie Stecklinge verschenkt, auch ohne Erde, dann ist es aber Werbung für Cannabis. Und das ist natürlich jetzt, kann man sich wieder weiter trefflich drüber streiten irgendwie. Das wird dann, bleibt nerdig da in Halle, ja, die einen, die kreativ damit umgehen, unsere Ortsgruppe, und die anderen, die eben gerade kreativ versuchen, das irgendwie doch noch zu verhindern und zu verbieten und so weiter. In Halle will man trotzdem die Aktion weitermachen. Am Montag tatsächlich, jetzt am kommenden Montag, ihr seht das in der Terminliste bei uns oder eben ja auch in der Quelle zu dieser Nachricht hier in der Videobeschreibung. Ich habe immer die Quellen mit im Videotext drin unten. Da seht ihr auch die Pressemitteilung unserer Ortsgruppe in Halle. Und am Montag ist wieder Aktion. Geht alle dahin. Ja, also könnt ihr vielleicht auch selber mitdiskutieren mit der Polizei da vor Ort, wenn die wirklich irgendwelchen Stress machen von wegen Werbung. Ja, dann könnt ihr denen erklären, dass ihr sowieso Konsumenten seid, meinetwegen, ja, und dass ihr eigentlich ganz gerne Cannabis anbauen wollt und einfach nur ein Steckling mitnehmen wollt und dass ihr nicht mehr konsumiert deswegen als vorher, sondern nur legaler, gesünder,
weil nicht vom Schwarzmarkt. Ja, wir wollen ja Schwarzmarkt verdrängen. Und wenn man dann den Konsumenten, die bisher sich vom Schwarzmarkt versorgen, Stecklinge gibt, damit die selber anbauen, dann ist das ja perfekte Sache. Dann ist das keine Werbung für Cannabis oder für Konsum, sondern für einen sinnvolleren Bezugsweg. Und das ist ja auch genau der von der Regierung vorgesehen ist. Eigentlich müsste Lauterbach eine große Werbekampagne für Eigenanbau machen, damit er sein Ziel erreicht, den Schwarzmarkt zu verdrängen, ja, mit der kleinen Reform, die er hier gemacht hat. Wenn schon keine richtige Legalisierung mit Fachgeschäften, ja, dann müsste er wenigstens dafür sorgen, dass möglichst viele Leute selbst anbauen. Und stattdessen kommt die Stadthalle an und will jetzt unseren Leuten da verbieten, die Stecklinge zu verschenken, weil sie sagen, das wäre Werbung für Cannabis. Also das war vermutlich nicht das letzte Mal, dass ich darüber berichtet habe. Ich bin gespannt, was jetzt da passiert am Montag. So, wir dürfen jetzt Polizei. Genau, auch eine schöne Geschichte nochmal aus Braunschweig. Da ist jemandem eine Cannabispflanze geklaut worden von einer Terrasse irgendwie. Die war scheinbar, konnte man die erklettern, diese Terrasse. Und irgendwelche Leute haben die Pflanzen da gesehen, seine drei Pflanzen. Und da haben die dann irgendwie eine Pflanze geklaut. Und der Kollege hat aber so einen kleinen GPS-Sender daran gehabt, irgendwie oder drin im Topf sozusagen, weil er schon geahnt hat, ja, dass das vielleicht passieren könnte. Und dann haben sie dann tatsächlich die Mörder, wollte ich gerade sagen, ja, nee, die Diebe gefunden. Die Polizei hat mitgespielt, ja, der Mensch ist zur Polizei gegangen, gesagt, ich bin bestohlen worden, ja, mir ist was entwendet worden und ich weiß, wo es ist und ich habe einen Sender dran. Und dann hat die Polizei dann eine Hausdurchsuchung erwirkt und sie haben dann den Dieb gefasst. Ja, mit Piepton aus dem Blumentopf. Ja, super. Ich meine, hat natürlich nicht jeder irgendwie einen GPS-Sender im Topf. Das sind so schon besondere Geschichte irgendwie. Aber das sieht man einmal mehr, ja, als eine Auswirkung dieses Gesetzes, dass wir jetzt endlich zur Polizei gehen können, wenn wir Opfer von Straftaten werden. Ja, früher hätte man das ja nicht machen können, beziehungsweise es hat sehr selten passiert. Und wenn dann doch mal jemand irgendwie, weil er irgendwie auf dem Schwarzmarkt betrogen worden ist oder abgezogen oder sonst was, zur Polizei gegangen ist, ja gut, dann gab es ein Strafverfahren gegen Unbekannt und ein Strafverfahren gegen die Person, gegen den Konsumenten, der da vor denen stand, wegen Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz. Also man ist nicht irgendwie als Opfer einer Straftat in dem Zusammenhang irgendwie zur Polizei gegangen, wenn man dann selber Ärger gekriegt hat, automatisch, irrsinnig, aber ja, man ist halt kein richtiger Bürger mit richtigen Rechten gewesen. Jetzt sind wir es, weil eben Cannabis vollkommen legal ist, also jedenfalls der Besitz dieser paar Gramm da und von bis zu 3 blühenden Pflanzen und so weiter. Die darf man wirklich haben. Die werden nicht nur irgendwie geduldet, die sind nicht nur ein bisschen strafbar oder nur eine Ordnungswidrigkeit oder sonst irgendwas, wo man sich selber mit belasten würde, wenn man das irgendwie der Polizei erzählt, sondern man ist vollkommen legal unterwegs. Und dann kann man eben auch Leute, die da irgendwie einen abziehen oder irgendwie einen beklauen und so weiter, bei der Polizei anzeigen. Das ist eine schöne Sache. Ja, da im Gegensatz zur Halle zum Beispiel, ja, kann man da dann eben auch mit der Polizei und den Behörden auch was anfangen sozusagen. Ja, dann tun die wirklich mal was für die Richte. Jedenfalls in Braunschweig war das jetzt mal so. Und ja, schöne Geschichte. Glückwunsch an den Kollegen, der da irgendwie an seinen Sender gedacht hat. Ja, das ist guter Einsatz für so ein Ding, für so ein GPS-Ding. So, dann sind wir schon bei den Terminen. Wir haben ein paar Ortsgruppentermine. In Mannheim haben wir einen Infotisch am 20., also Samstag jetzt. In Halle gibt es die Kundgebung, wie von der ich gerade erzählt habe. Die läuft unter dem Motto Konsumsicherheit für alle oder alles. Am 22.07. Montag geht von 12 bis 18 Uhr. Guckt in die Beschreibung bei uns hier und Termine rein, wo das jetzt genau ist. Und ja, die freuen sich bestimmt, wenn ihr zahlreich da seid. Und man kriegt da eben auch ein Stecki und ein paar Samen für. Letztes Mal waren nicht genug Stecklinge da. Ich hoffe, diesmal gibt es ein paar mehr. Aber kann natürlich immer sein, dass sie dann vergriffen sind. Ne? Wenn ihr da mit 5000 Leuten ankommt, ja, dann müssen wir das Ganze vielleicht nochmal machen irgendwie. Und in Mannheim gibt es einen Informationsabend am Abendgymnasium zum Thema Ist Hanf gesund, macht Kiffen krank? Am 22.07. Da ist unsere Ortsgruppe Rhein-Neckar mitbeteiligt am Podium und mit irgendeinem Vortrag. In Berlin trifft sich die DHV-Ortsgruppe am 23.07. und in Regensburg trifft sich die Ortsgruppe am 27.07. Das war's für heute. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und liked dieses Video. Und jetzt muss ich wieder mein Outro finden und triggern. Wieder schön Luft anhalten.